So, jetzt müssen wir einmal irgendwo laufen gehen, wo die Straße sehr nah ist. Jawohl, super. Tipptopp. Und er ist noch ansprechbar. Das gefällt mir. So. Und da ist schon recht viel Verkehr. Super, ja. Wenn du mal darauf zeigst, extrem, da ist wirklich viel Verkehr. Und wenn du jetzt Ayosh wieder zeigst, der kriegt sein Abendessen und stellt sich schon so schön hin oder setzt sich sogar für ein Goodie zu kriegen. Und das gefällt mir ja unglaublich. So, das ist jetzt in der freien Wildbahn in Anführungsstrichen. Wenn man das letzte oder eines der letzten Filmchen guckt, wie er da am Rad dreht, nur wegen diesen doofen Autos. Wow! Und wenn man schaut, wie es jetzt eigentlich schon gut geht, dann bin ich unglaublich stolz. Ich probiere natürlich nicht, das zu arg zu provozieren, aber trotzdem will ich halt jetzt wieder bis an die Straße, dass ich es schaffe, bis an die Straße zu gelangen. Wow! Da, Ayosh! Yeah, super! Und jetzt war er kurz ausfällig und hat sich aber wieder eingereiht und will wieder Futter. Und das ist gut. Jetzt hört er das Motorrad. So. Wow! Oh! Und hat sich aber entschieden fürs Futter. Das ist geil! Das war ja jetzt aber wirklich top. So. Und ich glaube, wow. Wir gehen gar nicht näher jetzt dieses Mal an die Straße, weil es so gut geht. Wir müssen ja nicht provozieren, bis es nicht mehr geht. Also, Ayosh, immer wieder eine Erfolgsstory, gefällt mir. Unser Kurzurlaub nach Deutschland mit unserer ganzen Meute und halt als Hauptdarsteller jetzt einmal wieder Ayosh mit seinem Knacks an den Autos, wo wir wirklich Schiss hatten, ob das geht, mit dem laufen zu gehen. Komm, Fuß. So. Wenn Autos fahren, draußen im Wald oder im Feld ist das überhaupt kein Problem mehr gewesen, aber an der Straße hatte ich jetzt wirklich Schiss und das ist ja cool. Dann, glaube ich, gehen wir langsam zum Auto. Oh, super. Geht aber nicht, dass man einfach so losrennt und nicht mehr guckt, wo man läuft. Geht überhaupt nicht. So, wow, super. Oh, und ich achte da darauf, dass ich wirklich nicht ewige Spaziergänge mache, wo dann plötzlich wieder ein Mist entstehen kann, mit nicht mehr an der Leine laufen. Hey, jawohl, super. Sondern wo ich wirklich noch den Hund unter Kontrolle habe. Und nutze das immer mit dem Füttern vom Abendbrot, vom Frühstück. Ich stecke da halt das Futter, ich kann es mal zeigen, Gabi, stecke ich so in die Tasche, dass ich das Hämpfelchen, wo der frisst, pro Mal, dass ich das verfüttern kann. So, für gute Taten, wow. Und das liebt er auch. Er wird auch grantig, gell, Gabi, wenn er Hunger hat. Die ja, genau. So, und wir laufen zurück bis zum Auto. Das ist doch super. Das gefällt. Super. Wow, Ayosh. Du entwickelst dich ja zum richtig coolen Reisehund. Wow, super. So.